Warum gibt es im Englischen drei Wörter für Politik? Weil die Politik, und ich habe es ja schon öfter mal gesagt, so ein riesengroßes Feld ist. Ja? Und da gibt es auch verschiedene Ebenen in der Politik, wie sie uns in unserem Leben beeinflusst. Es gibt verschiedene Dimensionen, auf denen Politik stattfindet. Und um das alles zu verstehen, um darüber überhaupt sprechen zu können, hat man sich in der englischen Sprache für diese verschiedenen Dimensionen verschiedene Begriffe einfallen lassen. Und zwar Polity, Policy und Politics. Dafür gibt es in der deutschen Sprache keine Entsprechung. Wir nennen das einfach alles Politik. Aber in der deutschen Politikwissenschaften, in den deutschen Politikwissenschaften hat man diese Begriffe einfach im Englischen übernommen. Was ist das jetzt eigentlich alles? Polity beschreibt die Strukturen der Politik. Also das ist zunächst mal alles, was man anfassen kann. So würde ich sagen. Also ja, man kann hier zum Beispiel, man kann den Bundesrat anfassen, das ist ein Gebäude, kann man sich daneben stellen, kann man anfassen. Man kann auch unseren Präsidenten anfassen, man kann den Bundestag anfassen, man kann all die Landesparlamente anfassen, das existiert. Auch Parteien kann man insofern anfassen, als dass das ja Menschen sind. Interessenverbände genauso. Auch die Behörden, die kann man erst recht anfassen, wenn man da mal vorbeigeht. Das gehört alles zur Struktur unseres politischen Systems dazu. Und das nennt man auf Englisch Polity. Die Struktur. Und all das, was man jetzt anfassen kann, was so die verschiedenen Institutionen unseres politischen Systems sind, um Gesetze aufzustellen, um Gesetze durchzusetzen, die Behörden, all das steht bei uns in Deutschland auf dem Fundament des Grundgesetzes, auf der Verfassung. Da steht ganz genau drin, welche Institutionen, zum Beispiel der Bundestag oder der Bundesrat, der Bundespräsident, wie werden die gewählt? Was haben die für Aufgaben? Was dürfen die nicht? Steht alles in der Verfassung drin. Deswegen gehört zum Bereich Polity, zur Struktur unserer Politik, gehört auch die Verfassung. Dazu gehören alle Gesetze, die wir haben, weil die strukturieren ja sozusagen unser politisches System, die strukturieren, die sagen, was wir dürfen, was wir nicht dürfen, also auch wir Bürger. Sie schaffen eben eine Struktur, nach der wir handeln können. All das ist Polity und noch viel mehr, denn Polity ist auch der Bereich unserer Wertevorstellungen. Auch das ist Polity, weil das ist ja auch eine Struktur. Die Werte, die wir in unserem Kopf haben, die nicht unbedingt gesetzt sein müssen, aber Werte, wie wir uns verhalten gegenüber anderen Menschen, auch das ist ja etwas, was sozusagen unser Handeln strukturiert, was bestimmt, wie wir handeln. Dementsprechend ist auch das, man nennt das den sogenannten normativen Bereich, diese Wertevorstellung, auch das ist Polity. Nun gut, kommen wir zum zweiten Punkt. Was ist Policy? Policy, das ist der Inhalt der Politik. Also ein ganz einfaches Beispiel. Eine Partei hat sich darüber Gedanken gemacht, wie können wir ein Problem lösen? Was haben wir da für einen Lösungsansatz, damit die Welt wieder gerechter wird? Und sie stellen ein Parteiprogramm auf, in dem ihre Lösungsansätze sind. Das ist noch kein Gesetz. Ja? Das Gesetz wird ja erst im Bundestag, bei uns in Deutschland im Bundestag entschieden, da wird darüber geredet, da wird darüber verhandelt, dann wird am Ende entschieden. Aber die Parteien, die haben ja erstmal Parteiprogramme, die sie dahin bringen. Genau, und dieses Parteiprogramm, das ist sozusagen der Inhalt der Politik. Inhalt der Politik und damit auch Policy, das sind auch die Zielsetzungen, die zum Beispiel Interessenverbände haben. Ist ja klar, das sind ja Interessenverbände und deswegen haben die verfolgen ein Ziel, wenden da verschiedene ja, Aktionen an, um dieses Ziel zu erreichen. Und damit kommen wir auch schon jetzt in den dritten Bereich. Was ist Politics? Politics, das ist der politische Prozess, das ist sozusagen die angewandte Politik. Wenn wir da beispielsweise die Ziele der Interessenorganisationen uns anschauen, die setzen sie ja irgendwie durch. Zum Beispiel mit einer Demonstration, soziale Bewegung, Menschen auf die Straßen bringen. Das wäre ein Politics-Element, also eine Möglichkeit, wie man Politik in Aktion, wie man Ideen durchsetzen kann. Zu diesen politischen Prozessen
gehören aber nicht nur die Durchsetzungsprozesse, die jetzt nicht strengen Regeln folgen, sondern es gehören auch Verfahren dazu. Was ist der Unterschied? Wie gesagt, diese politischen also diese Durchsetzungsaktion, da kann man kreativ sein, kann verschiedene Demonstrationsarten wählen, also Greenpeace zum Beispiel ist da besonders kreativ. Dieser Bereich, zu dem nicht nur Demonstrationen gehören, sondern beispielsweise auch Lobbyismus, dieser Bereich ist nicht so genau geregelt. Es gibt Grenzen, aber es ist nicht alles durchreguliert bis zum geht nicht mehr. Das ist im anderen Bereich der politischen Prozesse der Fall, nämlich bei den Verfahren. Was sind nun Verfahren? Das sind zum Beispiel Wahlen. Die Wahl des Bundestages ist ein Verfahren, das genau reguliert ist. Also wer darf abstimmen? Wie werden die Stimmen ausgezählt? Wer bekommt warum, wie viele Plätze im Bundestag? Das alles ist ein genau geregeltes Verfahren. Genauso ist auch die Verhandlung über Gesetze im Bundestag ein Verfahren. Da wird genau gesagt, wie viele Vorlesungen muss es geben, also wie oft muss über dieses Gesetz gesprochen werden, wie oft müssen da Argumente ausgetauscht werden, bis es dann irgendwann mal zu einer Entscheidung kommen darf. Nun haben wir also gesehen, und ich fasse es nochmal zusammen, in der englischen Sprache gibt es drei Begriffe, die den Bereich der Politik beschreiben, drei verschiedene Dimensionen. Polity beschreibt die Dimension der politischen Struktur, also welche Institutionen gibt es, welche politischen Akteure gibt es, was dürfen die alles, was dürfen die nicht. Das ist durch Gesetze bestimmt, die auch dazu gehören, und auch unsere Wertevorstellungen gehören zu dieser Struktur. Also das ist Polity. Policy, das ist der politische Inhalt, also Parteiprogramme, Ziele von Interessenorganisationen, und Politics. Da geht es darum, wie Politik wirklich durchgesetzt wird. Also entweder mit Aktionen wie Demonstration oder auch Lobbyismus oder wie politische Prozesse funktionieren, Verfahren wie zum Beispiel Wahlen oder Gesetzesabstimmungen.